Ja, hi liebe Leute. Heute zeige ich euch das kleine Update-Video zum Poncho-Liner. Ich hatte euch ja den DPM-Poncho vorgestellt, die DPM-Poncho-Liner dazu. Da hatte ich euch gesagt, dass das etwas kompliziert ist mit dem Drunterwickeln, dass man so ein bisschen warm hat im Regen. Jetzt zeige ich euch, wie wir das am besten umwickeln, dass es über den Schultern liegt und nicht unten raushängt und dann nass wird. Und dann war ich heute bei der Schneiderin und habe mir in den einen Reißverschluss einnähen lassen. Das ist relativ cool, zeige ich euch gleich. Das Video von der letzten Wochenendtour ist noch in der Mache. Das versuche ich dann jetzt am Wochenende hochzuladen. Also bis gleich. Also, zum einen, der passt ja genau in den Poncho rein, in der Länge. Nur wenn wir den Poncho anziehen wollen, kriegen wir ja den Kopf nicht durch. Jetzt könnt ihr zum einen hingehen und könnt ihn in der Länge zusammenlegen. Aber ziemlich bündig. Und dann hingehen. Oben offen lassen zum Beispiel und dann einhängen. Oder hier mit den Schnüren verknoten. Der Poncho hängt ja bis fast auf die Füße und dann geht das. Das war die eine Variante. Finde ich aber ziemlich öde, denn wenn es runterrutscht, habt ihr ständig irgendwie die Seuche im Wasser hängen. Jetzt zeige ich euch, was die Schneiderin heute gemacht hat. Also, da haben wir den DPM-Liner. Das andere eben war Dschungeltarn. Da war ich jetzt bei der Schneiderin und habe gefragt, ob wir einfach eine Öffnung reinschneiden und sie mir den zunäht, also nicht wieder zunäht, sondern einen Rand näht. Und dann hat sie gesagt, du, ich mache dir mal einen Reißverschluss rein, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Der ist hier relativ cool eingenäht. Da passt auch mein Dickkopf quasi mit rein. Zeige ich euch gleich auf der Rückseite. Hier ist die Rückseite. Ist also stabil vernäht. Ich hatte den heute schon mal an. Die Leute im Ort haben etwas verdutzt geschaut, aber wurschti, wir sind ja auf dem Land. So. Dann könnt ihr das Ding hier schön öffnen. Das ist ein feiner Reißverschluss. Der sollte aber doch relativ stabil sein. Dann kratzt er in jedem Fall nicht am Hals. Also ich habe ja meistens einen Rolli oder einen Halszug drunter, da wäre das eh nicht so schlimm. Aber sie wollte jetzt erstmals mit dem Feinen probieren. Ja, damit, falls ihr mal mit einem nackigen Hals drunter seid, euch dann nicht irgendwie den Hals aufreibt. Die nächste Variante, die ich noch testen will, das mache ich nächste Woche. Da machen wir nur einen Schlitz und säumen den Rand ein und dann gibt es eine mit Klett. Denn die Sache hier ist, er sollte es ja auch als Decke nutzen können. Und wenn du dann hier um den Dödel rum offen hast, wird es eher kühl. Der Schlitz ist auch groß genug für mich und mein Vogelnest auf dem Kopf. Dann könnt ihr einfach reinschluppen. Geht's? Auch mit Brille. So, und dann kratzt hier nichts. Der ist ganz fein, der Reißverschluss. Und dann habt ihr den so drunter. Und der Poncho schließt dann ziemlich bündig unten mit ab. Die Bändel hängen immer draußen. Das finde ich ein bisschen doof, aber dafür ist das Zeug schnell trocknend. Ansonsten müsst ihr die halt mit dem Schleifschuh hochbinden. Macht ihr irgendwo die Schleifschuh, hängt es auch nicht auf dem Boden. Gut, das war das kurze Update. Poncho ziehe ich keinen drauf, denn es ist arschwarm. Dann kriege ich wieder Käftnässe. Und dann würde ich sagen, ich versuche das Video vom Wochenende fertig zu machen und lade das dann mit hoch. Also, bis dann. Ciao.